Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS19 Landwirtschaftssimulator 2019 auf der PlayStation 4 auf der Karte Mühlenkreis Mittelland. Ich habe drüben Mission abgeschlossen. Wir müssen sie noch abgeben. Und ich werde gleich mal mit den Leittraktor, mit den Valtra fahren und hoffe, damit das reicht, dann kann ich nämlich den Rest bei den Schweinen reinkippen. Dann haben wir natürlich noch das Class DLC hier auch drauf auf dieser Mühlenkreis Mittelland und müssen da mal schauen, was wir damit anstellen wollen. Was wir davon ins Spiel als erstes reinnehmen. Ich habe gedacht, vielleicht ein Radlader. Für die BGA wäre der natürlich noch cool. Teleskoplader wäre auch noch so eine Option. Können wir dann natürlich noch für Strohbergung benutzen. So, aber erstmal machen wir hier die Rübenmission fertig. So, genau. Rundumlicht an, die anderen Leute ein bisschen warnen. Der Waldra ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber jetzt haben wir halt Klaas auf der Karte. Da müssten wir eigentlich auch einen Klaas-Traktor kaufen. Weiß zwar nicht, was ich mit dem machen soll momentan, aber kaufen wäre natürlich cool. Kaufen ist natürlich immer cool, kennt er ja. Das, wenn ich zum Händler gehe und das ganze hart verdiente Geld mit einmal ausgebe. Kaufrausch. So, jawohl, dann gehen wir das mal hier ab. Bei der Mission fehlt nämlich gar nicht mehr so viel. Ich glaube, ein paar Prozent. 99% haben wir schon. Also könnte vielleicht, reicht sogar. Und wir kriegen schon wieder Geld, weil wir die Rüben verkaufen. So, 5000. Können wir jetzt die Mission abschließen. Und dann ist hier alles weg. Und ich stehe da ohne Fahrzeug. Wir können dann natürlich hier zurück. Alle Fahrzeuge sind sowieso irgendwie hier beim Schweinemastanlage. Mal gucken. Nämlich hier auf der anderen Seite die beiden. Der Deutz und der John Deere, die sind auch voll mit Rüben. Der Massey Ferguson hat auch noch ein paar Rüben drin hier. Die kippen wir gleich mal zu den Schweinen mit dazu. So, hier muss auch mal einer sauber machen. Bloß wer? Okay, das alles noch im roten Bereich. Das kann auch ordentlich Rüben rein hier. Wir werden mal den Deutz nehmen, damit wir die Anhänger wieder frei haben für Schweinefutter oder so. So, und das Teil stellen wir hier zu den anderen Gerätschaften hin. So, wir haben ja auf den anderen verschiedenen Karten, was ich spiele, schon einige Geräte getestet. Nach dem offiziellen Livestream, wo wir alle Geräte getestet haben, habe ich natürlich schon einige Geräte draufnehmen können. Auf der Hof Bergmann, was jetzt kommt, fahren wir
verrate ich natürlich nichts. Ist auch was bei. Auf der Ravenport. Ravenport haben wir ein 800er Axion gekauft. So, die Rüben müssen raus. Oder rein. Je nachdem, wie man sieht. So, wie sieht das aus? Immer noch rot, rot, rot. Mittlerweile, wie viele Schweine haben wir eigentlich? 73? Okay, das ist auch erstmal gut. Muss mal gucken. Oh, über halb voll und 37.000 drin. Hab aber noch über 40.000 Liter auf der anderen Seite zu stehen. Also da können wir noch ein paar verkaufen. So, hier ein bisschen putzen. So, warte mal, ich schmeiß da noch ein bisschen Stroh rein. Oh. So, und ich habe heute mal nichts gesoffen. Ich glaube, das ist genau das Problem hier. Ich kann nicht gar nicht mehr fahren. Boah. Bleib ruhig. Warte mal, ich stelle das mal irgendwie an die Seite. Ich muss sowieso noch hier irgendwie andere, mehrere Gebäude mir noch irgendwie hinstellen. Das gefällt mir alles noch nicht so richtig. So, genau, wir haben hier noch ein riesiges Gelände, aber irgendwie steht da nicht so richtig was drauf. Wir müssten irgendwie noch was haben, wo wir wirklich mal Geld mit verdienen. So, da sind noch Rüben. 46.000 Liter. Thank you.
So, stellen wir erstmal dahin. So, da hinten wäre noch ein Haufen Platz. Sollten wir noch einen Schweinestall hinstellen. Platz hätten wir genug. Aber was machen die ganzen Geräte bitte schön da? Ja, wir können natürlich jetzt noch einige Erntemissionen oder so annehmen. Oder wir fahren hier mal alles aus dem Weg. So, schade, damit es hier für den PlayStation nicht so ein Follow-Me-Mod gibt, wo du wirklich sagen kannst, alle Geräte mir hinterher. Was wir aber machen können, wenn wir hier schon so einen schönen Waschplatz haben, könnten wir eigentlich da nämlich mal einen Kercher hinstellen. Dann können wir nämlich hier auch mal ein bisschen was waschen. So, will er das nicht, oder was? Kann hier nicht platziert werden. Wieso nicht? Weil der Trecker am Weg steht. Aber der muss doch gewaschen werden. So, nochmal. Das will da wirklich nicht hin. Komm schon. Okay, so geht's. So, alle Fenster zu. Vorne auch. Wie geht denn das vorne wieder zu? So. Alles klar. Mach mal aus hier. So, mal richtig putzen hier das Ding. Bevor wir da wieder über die auf die Straße fahren. Also Klaas, was sollen wir hier von Klaas eigentlich mit auf die Karte nehmen? Das ist natürlich die Frage. Was würde uns da am besten helfen? Ladewagen haben wir erst eingekauft, leider halt von Fendt. Für mehr hat es nicht gereicht. So, ist bald Halloween. Ich muss meine Geräte waschen. Ne, ich will mal gucken, was hier eigentlich hinpassen würde. Es würde natürlich Sinn machen, wenn ich da noch mehr Schweine hinmache. Dann hätte ich eine riesige Schweinemastanlage. Futter hätten wir hier schon alles bereit. Kühe wären natürlich auch noch so eine Option, obwohl... Kühe und Schweine nebeneinander. Ich weiß nicht, ob man das macht. Ich glaube, das macht man nicht. Alleine um Krankheiten abzuwenden, was sich da vielleicht übertragen könnten oder so. Schweinepest. Rinderwahnsinn. War ja blöd, wenn nachher die Schweine Rinderwahnsinn haben. Und die Kühe Schweinepest.
Ja, einen eigenen Mähdrescher haben wir halt hier schon. Das ist natürlich, da können wir jetzt nicht wechseln. Das wäre rausgeschmissenes Geld. Traktoren haben wir erst gekauft, recht viele hier. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre natürlich dieses schöne neue Mähwerk, was sie da haben. So, warte mal, jetzt fahre ich das wirklich mal darüber alles hier. Keine Angst, das wird irgendwann auch noch alles gewaschen. So, den stelle ich einfach hier aufs Feld. Der wird wahrscheinlich nämlich bald mal die nächste Mission annehmen. Schöner Drescher von John Deere. Gibt auch jetzt noch schöne Drescher von Klaas, wenn wir das da sehen. Hier der Bonus. Der Dominator 108. Der Tucano 580 und der Lexion 8900, das Flaggschiff überhaupt hier vom ganzen Drescher, was es gibt. Genau, und was ich gesagt habe, der Teleskoplader wäre natürlich eine Option. Schönes Teil, der Scorpion. Für die BGA, für zum Ballen einsammeln könnte man den nehmen. 136 PS, 40 km/h schnell. Da können wir auch Ballen sammeln. So. Ich glaube, das machen wir auch so. Gibt natürlich auch schöne Pressen übrigens. Wir haben ja jetzt die von Deutz. Rundballenpresse und den Wickler. Hat uns schon. Haben wir den auch? Ne, wir haben einen anderen. Günstigeren, glaube ich, haben wir genommen. Den da, genau. Okay, das funktioniert ja. Und wir müssen ja jetzt unbedingt nichts, unbedingt was kaufen. Aber es wäre cool. Traktoren sind nämlich eigentlich alle hier und so ein Teleskoplader wäre schon noch ganz cool. Es hat natürlich auch, haben wir ja schon gesehen, Ladewagen, den habe ich jetzt auf dem Hof zu stehen. Dann haben wir natürlich noch den hier, wäre natürlich noch viel größer, brauchen wir aber momentan nicht. Es gibt Silagewagen, brauchen wir auch nicht, aber es wäre dabei. Hier auch ganz tolle Teile. Über Ladewagen gibt es eigentlich nichts von Klaas. Also momentan weiß ich auch gerade nicht,
was ich da nehmen soll. Wie gesagt, Teleskoplader. Ihr könnt es ja in den Kommentaren schreiben. Was brauchen wir hier für die Mühlenkreis Mittelland von Klaas? Traktoren gibt es natürlich auch richtig coole, richtig schöne. So, und da haben wir noch ein riesiges Gelände und nichts steht drauf. Ist nämlich auch noch so eine Frage. Was stellen wir da? Diverses. Diverses. Gewächshäuser. Gurken. Ups, aber auch regelmäßig Bioheizkraftwerk. Jawohl. Obstbäume. Dieseltank, ja, tausende Lampen, Silos. BGA gibt es halt bloß diese eine kleine. Leider. Tiere wäre halt noch das nächste, was man hier drauf stellen könnte. Kühe. Auch die machen einen Haufen Arbeit. Die Schweine müssen wir bloß füttern und verkaufen. Haben wir immer einen festen Preis. Hühner? Pflegehennenstall, Kuhweide, Schweine, Schweine. Schafe. Ja, wir werden uns was überlegen. Heute eigentlich irgendwie so planlos. Unsere Felder sind nämlich auch noch nicht reif. Muss ich sagen. Die sind da alle noch im Wachstum. Hier 58 wäre vielleicht erntereif. Sonst haben wir da schon ringsherum Haufen Felder, die erntereif sind. Kann ich da nicht irgendwas mit dem Drescher dreschen gehen, damit ich da. Feld 30. Was müssen wir da? Hafer, wo ist denn Feld 30? Doch komisch beschriftet, und das Feld 30, das wäre eigentlich gar nicht so weit weg. Das machen wir mal. Dann haben wir wenigstens was. Haben wir hier noch ein bisschen Saatgut drin? Oh ja. Dünger eigentlich auch, und Dünger muss ich nicht unbedingt bei der Mission haben. Das ist natürlich wieder ein bisschen schlecht. Jetzt habe ich Saatgut ausgeladen. Kann hier nicht platziert werden. Okay, wir machen es anders. Da ist nämlich kein Platz mehr. Vielleicht kann ich es hier irgendwo hinstellen, den Dünger. Kann den nachher wiederholen. Und dann machen wir bloß Saatgut erstmal rein. Jawohl. Das würde gehen. So, das Monster verdient natürlich nur Geld, wenn es arbeitet. Rumstehen passiert da gar nichts. Das ist der 900 da, der neue. Sieht natürlich richtig cool aus, muss ich sagen. So, vielleicht sollte ich dann auch die Mission noch annehmen, wenn ich sage, Feld 30 machen wir. Vertrag akzeptieren. Gibt auf jeden Fall ein bisschen Knete. So, ich fahre mal gleich hier hinten durch. Mit der Überbreite hier. Zwillingsbereifung. So, zum Glück habe ich den noch nicht gewaschen. Das wäre ja völlig Quatsch gewesen.
Der wird ja jetzt eh wieder dreckig. So, das muss doch mal hier irgendwo sein. Das ist unglaublich hier. Hat er mir voll... Erst mir hier in den Seemaschine fahren und dann noch hupen oder was? Stehen die Klötzer zu eng oder... Brauchst du ein Problem oder was? Meine Fresse, ey. So, warte mal. Feld 29, noch eins weiter, Feld 30. Was hat er gesagt? Hafer. Los geht's. So, ich glaube, ich habe das nämlich auch abgeerntet. Das geht doch hier hinten. Ne, ich habe das hier hinten abgeerntet. Vielleicht habe ich das auch abgeerntet. Wahrscheinlich habe ich alle Felder abgeerntet. So, perfekt, würde ich sagen. Okay, ich bin gespannt auf eure Kommentare, was wir da mit ins Spiel nehmen sollen von dem DLC, vom Class, vom Platinum Edition. Was wäre da eigentlich richtig cool? So, ich glaube, so kann ich das machen, oder? Muss ich ihn anheben, wenn ich rumfahre? Das verbiegt nachher alles. Nachher alles krumm und schief wieder, die ganzen Zinken. So, ratzifatzi haben wir hier Hafer drauf. Ohne zu düngen. Gibt nochmal eine extra Mission. Jetzt sollten sie endlich mal für die PlayStation hier machen, damit wir da mehrere Missionen gleichzeitig annehmen können. Ansonsten immer bloß eine. Wir können auch viel mehr Helfer einstellen.
Meine Güte, der macht ja einen Krach. Aha, das Fenster ist offen. Ist ja gar kein Wunder. Aber das läuft. Ich habe ja die Seemaschine auch gekauft, damit ich da auch so Missionen machen kann. So, sollte doch gleich mal durch sein. So, aber das meiste Geld gibt es meiner Meinung nach wirklich bei den Erntemissionen. So, jetzt können wir da zusammenklappen, Rechnung schreiben, abrechnen, fertig. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch Ernten, Pflügen. Pflügen können wir mit dem Tiefengruber grubbern. Ernten, 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 Pflügen. Aber ihr seht, das große Geld gibt es nicht. Aber meistens ist bei den Erntemissionen natürlich, damit wir den Überschuss noch selber verkaufen können. Das ist meistens die Abmachung. Und wenn es keinen Überschuss gibt, sondern nur Verlust, denn haben wir gar nichts verdient. So, das sieht doch gut aus. Ich würde sagen, so verabschiede ich mich erstmal. Bin gespannt, was ihr euch wünscht von Klaas. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.